so ein paar, also keine Freunde, aber entferntere Bekannte, vielleicht auch bei dir aus der alten Heimat, die dann so auch auf TikTok teilweise nicht verstehen, was wir für Rollen spielen. Dann sagen so, ey, nimm dich in Acht vor diesem Typen, ne? Du siehst ja, dass er dich ausnutzt. Für dich würde ich auf die Gangster schießen, Papa. Meine Eltern haben einen Altersunterschied von 16 Jahren. Wenn es also keine Beziehungen zwischen unterschiedlich alten Menschen gäbe, dann gäbe es mich nicht. Ich treffe heute Joana und Moritz. Zwischen den beiden liegen 19 Jahre. Sie sind seit einem halben Jahr ein Paar und spielen damit auch so ein bisschen auf TikTok. Da sind die beiden relativ groß und behaupten, Moritz wäre der Adoptivvater von Joana. Viele von euch sind total verstört, dass ich mit meiner Adoptivtochter zusammen bin. Aber wie bitte hätte ich damals vor 17 Jahren im Waisenhaus wissen sollen, dass da so ein Gerät draus wird? Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich problematisch. Ich gucke mir heute mal an, wie die beiden abseits von TikTok so drauf sind. Willkommen zu Follow Me Reports. Hallo. Wie geht's dir? Gut, danke. Ist das deine Wohnung hier oder wohnst du in der WG? Ich wohne oder in der WG Freund? Mit zwei süßen Mädels zusammen. Oh, ja, schön. Besonders groß oder spektakulär. Ja, ich habe ein nettes Zimmer hier. Ich glaube, für eine Studentin ist es gut, ja. Seit wann wohnst du hier? Seit ungefähr einem halben Jahr jetzt sogar. Ist dein Freund eher hier oder bist du eher bei ihm? Also, ich bin tendenziell öfters bei ihm, aber jetzt in der Klausurenphase war es mir lieber, wenn ich nicht immer den Fahrtweg habe. Deswegen war er öfters hier. Oder? Wir treffen ja nachher noch Moritz. Ja. Der wohnt wahrscheinlich nicht mehr in der WG, Nein, oder? Nein, der wohnt nicht mehr in der WG. Wie waren denn deine Beziehungen vor deinem jetzigen Freund? Ich hatte auch schon Freunde, die ein, zwei Jahre älter waren. Obwohl ich auch sagen muss, dass meine letzte Beziehung auch in Moritz Alter, also der Mann war auch in Moritz Alter. Und wie alt warst du da? Da war ich 18. Also, ich war voll jedes. Legal. Es war das, legal. Was du sagen möchtest. Genau. Okay. Könntest du dir jetzt überhaupt vorstellen, in der Beziehung zu sein mit jemandem, der auch 19 ist? Was mich halt daran anzieht, wenn jemand älter ist, ist so ein bisschen dieses, ich habe schon was erreicht im Leben, ich stecke nicht noch gerade mittendrin. Diese Reife einfach schon, die ich verallgemeinere jetzt, aber die die meisten 19-jährigen Jungs wahrscheinlich nicht haben. Wie sind deine Eltern damit umgegangen? Also mit meinem Vater habe ich nicht so regelmäßig Kontakt. Der hat das gar nicht so mitbekommen. Dazu muss man sagen, dass meine Eltern selbst einen großen Altersunterschied haben. Mhm. Also meine Mutter hat meinen Vater auch kennengelernt, da war sie 18 und er war 18 Jahre älter. Okay, also sehr dasselbe. Ähnlich. Genau. Obwohl die nicht das beste Beispiel sind, dass es harmoniert, weil die sind geschieden. Das ist auch der Grund, warum du keinen Kontakt mehr zu deinem Vater hast? Eher einfach das Verhältnis zwischen mir und meinem Vater. So, ist ein bisschen schwierig. Was war es denn an Moritz, was du anziehen fandest? Ich mag seine lockere Art. Er ist einfach unkompliziert. Ich fand in dem Moment doch, dass er gut aussah, als er mich angequatscht hat. Deswegen. Also er hat dich angesprochen? Ja, genau. Das war im Weinbergspark heißt der Park, glaube ich. Und ich war da mit einer Freundin einfach. Und da kam er und hat erst eigentlich nach einem Flaschenöffner gefragt. Ich weiß nicht, inwiefern es ein Vorwand war, aber er hatte wirklich eine Flasche dabei. Und dann kamen wir halt so ein bisschen ins Gespräch. Ja, dann hat er mir seine Nummer gegeben. Also hast du direkt wahrgenommen, dass er um einiges älter ist als du? Also ich habe auf jeden Fall wahrgenommen, dass er älter ist. Wie genau jetzt nicht. Ich hätte ihn eher auf Anfang, Mitte 30 geschätzt. Seid ihr dann erstmal auf Dates gegangen oder so? Ja, also es war eben tatsächlich nicht die typische Dating und dann sind wir zusammengekommen. Story. Es hat sich dann irgendwann einfach ergeben, dass wir darüber geredet haben, dass wir beide halt gemerkt haben, dass es mittlerweile mehr ist als nur Freundschaft plus. Und dann haben wir halt gesagt, ja, wir hätten gerne eine offene Beziehung miteinander. Von wem von euch beiden aus kam das? Ich würde mal behaupten sogar, das kommt eher daher, dass wir beide vielleicht kleine Bindungsprobleme haben. Es funktioniert bisher so gut. Und ja, das ist auch was, was ich auch wollte. Ist er auch jemand, der vorher jüngere Freundinnen hatte? Lustigerweise nicht. Und das beruhigt mich auch ein bisschen, wo ich da halt spüre, er ist jetzt nicht nur auf junge Mädels aus, sondern seine Ex-Frau war tatsächlich 7 Jahre älter als er. Er hat ja auch noch eine Menge sagen Verpflichtungen, die du vielleicht noch nicht hast. Den Eindruck habe ich tatsächlich nicht, einfach daher, dass er schon mittlerweile Passivgeld verdient. Da würde ich eher sagen, könnt ihr ihn noch mal genauer fragen. aber er hat jetzt keinen 9-to-5-Job, den er erledigen muss. Noch seine Kinder sind ja nur die Hälfte der Zeit bei ihm ungefähr. Er hat Kinder? Ja, er hat 2 Kinder, die sind 8 und 10. Würdest du ihn denn dann als wohlhabend bezeichnen, wenn du sagst, er muss gar nicht mehr arbeiten, weil er so viel Geld schon hat? Ja, also man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass es ihm schlecht geht, ja. Ich weiß, ihr habt damit auch auf TikTok schon spielerisch auch Sachen gemacht, wie Sugar Daddy zum Beispiel. Was ist mit so diesem klassischen Vaterkomplex? Also es kann sein, dass ich tatsächlich welche habe, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er jetzt eine Person ist, die jemanden gesucht hat oder die das geben will an seine Partnerin, dieses Väterliche. Dieses Vater-Tochter-Thema ist aber ja eine Sache, mit der ihr zum Beispiel auf TikTok sehr konkret spielt. Wie findest du das? Wir wollen das Ganze halt ein bisschen veräppeln, um zu zeigen, dass man
eben viele Vorurteile man hat, die gar nicht stimmen. In den Videos wird schon ein sehr spannendes Frauenbild manchmal gemalt von Moritz. Also es gibt zum Beispiel so einen TikTok, wo ich glaube, er sagt, er hätte sich ein neues Küchengerät gekauft und das Küchengerät bist du. Ich habe jetzt endlich eine Spülmaschine gekauft. Ich habe keinen Bock mehr, allein den Abwasch zu machen. Ich zeige euch mal gerade. Also das ist schon sexistisch, würde ich einfach mal so in den Raum werfen. Wie findest du das? Also Moritz und ich sagen beide oft, Comedy kennt keine Grenzen und das ist wirklich, es ist Comedy. Und jeder, der Moritz kennt, weiß, er ist ein Feminist, er setzt sich für die Rechte der Frauen, also setzt sich jetzt nicht aktiv ein, aber er würde... Also er ist ein Feminist, aber er setzt sich nicht aktiv ein. Also Feminist heißt ja erstmal, er ist auf jeden Fall für die Gleichberechtigung von Mann und Frau und wir spielen nur mit diesen Rollenklischees. Es ist halt, es ist ein Witz. Einfach nur so von der Dynamik her wirkt es in den TikToks schon, als wäre er sozusagen derjenige, der das Sagen hätte. Ist das bei euch so? Nein, also ich mag es manchmal auch nicht, wenn das zu sehr so rüberkommt. Da passe ich schon auch auf, weil es halt einfach nicht der Wahrheit entspricht. Also ich würde sagen, wir führen eine Beziehung auf Augenhöhe. Wir wollen Moritz natürlich auch gern kennenlernen. Ich kann euch den Park zeigen, da trennen wir ihn treffen, wo wir uns kennengelernt haben. Ja, cool. Also mein erster Eindruck von ihrer Beziehung ist, das wirkt alles sehr gesund. Sie ist einfach jung, sie weiß, was sie will, sie steht halt auf ältere Männer und findet es cool, dass er schon mehr erreicht hat und irgendwie reifer ist als Jungs in ihrem Alter. Und das Einzige, was ich noch so ein bisschen schwierig finde, ist halt das Bild von Frauen und auch von ihr spezifisch, von dieser Beziehung, die halt auf TikTok dargestellt wird. Sie sagt, das ist alles nur Humor. Ich bin gespannt, was Moritz jetzt dazu sagt. Hey, Robin. Hi, Moritz. Also ihr habt euch kennengelernt. Aber was ist denn deine Sichtweise auf euer Kennenlernen? Es war Ende Mai, Anfang Juni. Und irgendwo da hinten. Du hast mit einer Freundin da gesessen und ich habe zufälligerweise nach einem Feuerzeug zum Flaschenöffnen gesucht. Und dann, was war schon die Frage? War das zufällig oder hast du sie direkt gesehen und gesagt, das ist die Anlauftaktik? Also, naja, ich habe schon was gebraucht und dann habe ich mich daran bewegt. War dir zu dem Zeitpunkt schon bewusst, wie alt sie ist? Nee. Nein. Was hast du geschätzt? Also auf jeden Fall 3-4 Jahre älter. Eher so Mitte 20. Aber schon trotzdem ja immer noch so... Jünger als ich. Gutes Jahrzehnt jünger als du. Das war mir schon bewusst, ja. Ich sage ja immer, es gibt ja das biologische Alter und das geistige Alter. Mein geistiges Alter ist so 13. Also wenn du wirklich gedacht hast, sie ist irgendwie Mitte 20, ja. Wann hast du das erfahren? Ich weiß, mein zweiten oder dritten Treffen, es war schon so kurz, okay, 19 ist schon sehr jung, aber es war gar kein Thema. Also es war jetzt nicht so uns, oh, wir müssen reden. Oder? Hast du dir manchmal das Gefühl, dass du schon sehr viel weiter bist so in manchen Abschnitten deines Lebens? Denkst du, das sind so Punkte, da kannst du gar nicht drüber sprechen, weil es einfach ein ganz anderes Weltbild ist? Letztendlich kann man über alles sprechen, wenn einer Empathie hat und irgendwie einen gewissen Intelligenzquotienten, dann spielt die Erfahrung eigentlich gar keine Rolle. Lustig ist manchmal so bei Dingen aus meiner Jugend, so, wenn dann irgendwie sowas wie Alf oder irgendwelche Serien und so, hä, was ist das? Irgendwie so noch nie gehört. Wie ist das mit deinen Freunden? Wie haben die reagiert auf eine neue Freundin, die vielleicht auch sehr viel jünger ist als sie? Das war nie ein Thema. Das ist nie ein Gespräch. Wie wichtig ist euch denn Alter in Beziehungen? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich glaube, wir hatten eine Frage aus der Community, die fand ich ganz spannend. Das war so, hast du Angst, dass sie irgendwas verpasst? Nee, eigentlich nicht. Also ich meine, Johanna kann sehr gut für sich selber einstehen. Wenn sie sagt, ich will jetzt mal ein halbes Jahr reisen, auch alleine, das finde ich zum Beispiel eine super wichtige Erfahrung, dann soll sie das machen. Der Vorteil ist ja, ich habe jetzt ja nicht diesen klassischen Arbeitsalltag, 9-to-5. So wie ich das bisher erzählt bekommen habe, hast du einfach keinen Job, weil du in einem vorherigen Job sehr viel Geld verdient hast. Ja, ich bin jetzt seit 14 Jahren Unternehmer und habe jetzt einfach die finanzielle Freiheit, mich wirklich meiner Leidenschaft gerade zu widmen, was irgendwie mich kreativ auszuleben mit Comedy und Videos. Das ist TikTok für dich quasi. Also letztendlich geht es nicht um TikTok. TikTok ist einfach die beste Plattform, um Reichweite zu kriegen, schnelles Feedback zu kriegen und in ein Gespräch mit Leuten zu kommen. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder rein ins Warme, dann können wir da ja noch mal ein bisschen. Klar. Gerne. Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Wohnung. Danke, danke, danke. Ist das da draußen ein beheizter Whirlpool auf der Dachterrasse? Also es ist schon ein großer Kontrast zwischen deinem WG-Zimmer und deiner Wohnung. In dem Alter habe ich auch so gelebt, ja. Würde mich wundern, wenn er jetzt noch in der WG wohnen würde. Aber ihr seid schon finanziell zumindest an sehr unterschiedlichen Punkten in eurem Leben, kann man sagen. Ja, das ist kein Geheimnis. Also du bist finanziell unabhängig, du bist noch voll im Studium und quasi noch, hast noch gar nicht mit deiner Karriere gestartet quasi.
Von deinen Eltern kriegst du noch Geld. Ja. Und du unterstützt sie aber nicht finanziell in irgendeiner Form. Also über das normale, ja, wenn wir essen gehen, gebe ich aus. Aber letztens hast du auch Frühstück gezahlt. Mir geht es jetzt auch nicht so finanziell schlecht, dass ich jetzt sage, ich bräuchte da irgendwie Unterstützung. Ich würde mich auch unwohl fühlen, würde ich danach fragen. Du hast zwei Kinder, aber die leben nicht hier, auch in der Wohnung bei dir. Doch, also zwei, drei Tage die Woche sind die hier, ja. Und wie ist das mit deiner Ex-Frau? Wie hat die das so wahrgenommen? Ganz ehrlich, die hat mir jetzt noch nichts dazu gesagt. Also ich spreche auch nicht mit meiner Ex-Frau über ihre Beziehung. Also auf dem Level sind wir jetzt nicht so. Sollen wir uns hinsetzen? Ja, sehr gerne. Was findet ihr denn im anderen besonders toll? Fang doch mal an. Ja, mir gefällt an Johanna einfach diese Lebensfreude, bringt mich oft zum Lachen. Er macht mich in so vielen kleinen Dingen einfach glücklich. Auch, dass du immer gute Laune hast. Ich komme auch nicht mit so miese Petern klar. Könntest du dir vorstellen, nochmal Kinder zu haben? Also eigentlich hätte ich immer gesagt, dass ich mit dem Thema abgeschlossen habe. Wir sind beide Menschen, die erstmal nicht so weit in die Zukunft planen, weil du kannst das letztendlich gar nicht wissen. Und für eure Beziehung könnt ihr euch vorstellen, dass sie irgendwann nicht mehr offen ist? Wie gesagt, denken wir jetzt auch nicht an die Zukunft. Ne? Es gibt ja auch Momente oder so, wenn man sagt, so, hey, damit fühle ich mich jetzt nicht so gut, dann redet man darüber. Gibt es denn irgendwas, wo ihr sagen würdet, da merkt man wirklich so diesen Altersunterschied? Das Einzige, was, glaube ich, mal ein Thema war, so ein paar, also keine Freunde, aber entferntere Bekannte, vielleicht auch bei dir aus der alten Heimat, die dann so auch auf TikTok teilweise nicht verstehen, was wir für Rollen spielen. Dann sagen so, ey, nimm dich in Acht vor diesem Typen, du siehst doch, dass er dich ausnutzt. Ihr seid jetzt auf TikTok viral gegangen. Ich glaube, eins hat irgendwie 4 Millionen Views, andere irgendwie 6, irgendwas Millionen Views. Ist das Ihre Tochter oder sind Sie der Sugar Daddy? Entweder oder? Ja, Johanna ist meine Tochter und ich bin der Sugar Daddy. Kauft ihr was Schönes. Die Leute so, hä, was jetzt? Und ich so, obviously, it's a joke. Und dann sagen wir so, naja, um das jetzt mal aufzulösen, natürlich ist es nicht meine Tochter, ist nur meine Adoptivtochter. Mit dem Augenzwinkern. Und es ging dann nochmal viral. Wir haben natürlich auch ein bisschen mit dem Thema provoziert. Es bringt natürlich auch Klicks, das kann man nicht bestreiten. Obwohl ich bei jedem Video gedacht habe, es ist super obvious, wie wir es machen. TikTok ist ja tatsächlich eine App, die von sehr vielen Kindern genutzt wird. Habt ihr das Gefühl, dass das bei denen angekommen ist? Weil den Vorwurf, den ich ganz viel gelesen habe, auch auf Twitter unter anderem, sexueller Missbrauch von Kindern kommt häufig innerhalb von familiären Beziehungen vor. Und die kriegen vielleicht durch ein TikTok von euch das Gefühl, es wäre okay, weil sie nicht verstehen, dass es eben ein Witz ist, weil sie eben diese Reife noch nicht haben. Ich sag's mal so, ich würde meinem Kind, was jetzt vielleicht 6, 7 Jahre alt ist und sowas nicht differenzieren kann, auch kein Handy mit Internet in die Hand drückt. Den Humor, den ich habe, der geht relativ weit und ist provokativ. Diese App ist ab 13. Ich mache jetzt nicht den Content und nehme Rücksicht darauf, oh, da könnten auch jüngere Kinder sein. So, da sehe ich auch nicht meine Verantwortung. Wer glaubt ihr denn, sind die Fans? Das geht echt durch die Bank. Es gibt echt viele Leute in meinem Alter, die mir schreiben. Dürfen deine Kinder TikTok nutzen? Nicht alleine, nein. Also da kontrolliere ich, was sie sehen können, ja. Und deine Videos, gucken die auch? Oder? Nicht alle. Er ist halt 10. Also das ist schon ein Unterschied. Wie siehst du das bezüglich Sexismus? Also es gab ja schon so ein paar Videos, wo so die Dynamik innerhalb der Beziehung. So, klar, du stehst an der Spüle und du bist das neue Küchengerät oder sowas. Du sagst gerade auch die Dynamik in unserer Beziehung. Alles, was wir auf TikTok machen. So wie sie machen, dargestellt wird, ja. Genau. Das wird dargestellt und letztendlich muss man immer wieder im Hinterkopf behalten, auch wenn Leute irgendwie rumhaten. Wir posten ja das, was wir wollen, was die Leute sehen. Aber warum wollt ihr euch denn so darstellen? Was erhofft ihr euch denn davon? Humor oder jegliche Art von Kunst muss emotional aufrühren. Und es muss einen kurzen Moment geben, wo es vielleicht auch mal wehtut, wo man denkt so, stimmt das jetzt? Kann, und damit, muss nicht. Also nach meiner Meinung, das finde ich schön. Das ist halt mein, also unser Stil. Also ja, dein Stil, glaube ich. Ja. So muss ich sagen, nicht, dass ich es schlecht finde, aber ich bin nicht so kreativ manchmal. Wie findest du den Stil denn? Mal so. Also ich bin ganz ehrlich, manche Witze sage ich ihm dann aber auch, oh, das fand ich jetzt einfach schlecht oder fand ich jetzt nicht so witzig. Zum Beispiel stand unter diesem Video mit dem Spülen, hat er dann auch einen Kommentar geschrieben, den ich dann zum Beispiel nicht so sehr mochte, wo es mir dann irgendwie... Also was war der Kommentar? Nicht nur ein tolles Spülgerät, sondern auch ein super Saugroboter. Den hast du geschrieben. Der war auch schlecht, muss ich sagen. Ja. Aber es stimmt, manchmal geht man zu weit und der war auch schlechter Witz. Und dann hast du Moritz darum gebeten, den wieder zu löschen. Sobald mir was nicht passt, dann kommuniziere ich das. Aber eine Sache möchte ich nochmal sagen zu dem Thema sexistische Witze. Wenn ich zum Beispiel sage, boah, ist ja ein ganz schönes Gerät geworden, mache ich mich ja nicht über Frauen lustig, sondern zeige auf eine pointierte Art und Weise Männer, die sich so verhalten. Ja, das ist
Das ist dann immer, aber das ist natürlich irgendwie eine Transferleistung, die viele dann nicht hinkriegen. Könnt ihr die Kritik nachvollziehen? Ich verstehe diese Kritik jetzt, wenn Leute sagen, wir wollen nicht verherrlichen, dass gerade wenn es in diese Missbrauchsschiene geht, Abhängigkeitsverhältnisse, ganz klar, in keinster Weise. Ich stehe hinter der Geschichte auch noch weiter voll. Ich bin schon ein bisschen erschrocken, wie leichtgläubig und gutgläubig manche Leute sind. Aber glaubst du, dass das Video 6,5 Millionen Views gehabt hätte, wenn es sozusagen so klar wäre, dass keiner sich darüber natürlich nicht anzweifelt? Also natürlich, was wir schon extra machen, ist, ich schreibe da nicht Hashtag Ironie darunter. Hätte da Hashtag Ironie drunter gestanden, hätte es auch nicht 6 Millionen Views gehabt, sondern 500.000. Jeder hat ja seine Punkte, wo er vielleicht persönlich einfach mehr getriggert ist als bei anderen Sachen. Das Problem nur, wie eben schon gesagt, ist dann halt, wo zieht man die Grenze? Aber ich glaube trotzdem, dass wir deswegen jetzt nicht aufhören würden zu sagen, wir haben Angst, dass die Leute es nur in den falschen Hals kriegen. Ja, vielen Dank, dass ihr uns mitgenommen habt. Gerne. Ich hoffe auch, dass die Leute vielleicht nochmal überdenken, in welche Klischees oder Rollen denken und in welche Schubladen man Leute dann gleich packt. Ich habe das Gefühl, jetzt wo ich die beiden kennengelernt habe, die haben eine ziemlich gesunde Beziehung. Auf der anderen Seite steht dann, wie sie die Beziehung nach außen tragen auf TikTok. Ich finde das weiterhin problematisch. Weil es gucken halt eine Menge Kinder auf dieser Plattform. Aber ich finde auch als Content Creator selber hat jeder von uns eine Verantwortung zu gucken, dass man eben keine sexistischen Witze macht. Egal, ob das jetzt junge Menschen erreicht oder nicht. Klar kann man damit argumentieren, dass Humor alles darf. Ich finde es aber nicht lustig. Wie wichtig ist euch das Alter in den Beziehungen? Schreibt das mal in die Kommentare. Und denkt dran, da gibt es auch den Abo-Button. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr uns abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Und hier drüben habe ich Laura getroffen. Die ist 23 und hatte noch gar keine Beziehung, noch keinen Sex. Das Video gibt es hier. Und hier unten ist ein Video von Die Frage. Die haben sich auch das Thema Age Gap angeguckt. Anja und Bettina lieben sich mit 17 Jahren Altersunterschied. Das findet ihr hier.